Hallo Leute von heute, ich grüße euch alle zu meinem neuen Start bei Hearthstone. Ich bin White Raven und wir legen mal los. So, dann starten wir mal gleich in meine Sammlung. Und hier habe ich zur Auswahl, laut meinen Karten, die ich momentan besitze, würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit meinen Druiden, den ich selber erstellt habe. Ich habe mich entschieden, einen Druiden, was ich jetzt seit längerem nicht gesehen habe, auf ungenutztes Potenzial zu spielen, inklusive ein Kartendeck, quasi damit ich hier ein paar starke Karten auch effektiv ausnutzen kann. Na, wie zum Beispiel die Karte hier. Cyprus, der Große, und unsere Drachenkönigin Alexstrasza. Aber zusätzlich habe ich noch ein bisschen Heilung mitgenommen und die Wildauskarten. Und das Ganze sieht dann während dem Spiel so aus. So, momentan bin ich Silber Rang 2, 8. Entschuldigung, Rang 8. Und dann starten wir mal. Oh, was sehen wir hier? Kurz mal abbrechen. Was ist hier los? Check. Oh, interessant. Habe ich gar nicht gewusst. Nehmen wir die. So, das heißt, eigentlich sollte das Spiel funktionieren. Wie sieht es aus? Ein kleiner Nordstadt, was für ein Anfang. Tun wir das Ganze mal schließen. Na, Dankeschön. Und starten es gleich, wenn es ergibt. So, dann starten wir das Ganze mal. Und sieh da, checken wir die Lage auch mal hier. Ja, passt. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, cool, das ist echt super. Ich schließe das mal, ich schließe das mal und zack. Alles am Laufen wieder. Entschuldigt bitte. Entschuldigt. Aber ein Schönheitsfehler. So, dann starten wir mal. Und starten das Spiel. Irgendwie scheint mir auch hier. Ah. Okay, passt. Also unser Gegner ist ein Jäger. Das wird nicht leicht. Dankeschön. Setzen wir mal gleich die zwei Siebener weg. Ich hätte auch den Einser weg machen können, ne? Die Einserkarte, ungenutztes Potenzial. Ich bin gegen Jäger. Und starten wir erstmal, indem ich einfach mal mit der Zauberkarte ein Treant rausspiele. Treant. Hier hätten wir halt, falls wir einen Diener auf dem Feld gehabt hätten, hätten wir den zwei mit Leben stärken können, aber in dem Fall mit Spott. Wir rufen mal einen Diener und in diesem Fall übergeben wir an den Jäger. Kommt drauf an, was ist das für ein Jäger jetzt? Todröschler, Todesröschler, Geheimnis, hat nichts zu heißen.
ziemlich riskant, dass er den schon jetzt rausspielt. Ich könnte hier zack, zack. Also, wir könnten ihn angreifen mit Hero Power, weil der muss auf jeden Fall weg. Oder ich lasse ihn. Hätte auch ein Reimes spielen können. Ich ziehe eine Karte. Interessant. Okay. Ich entscheide mich für eine neue Karte, frische. Somit habe ich zweimal die Chance, eventuell was zu bekommen. Interessant. Interessant. Inaktiv für zwei Runden. Und dann greift einen zufälligen Diener an. Das heißt, dass er was auf der Hand haben muss. Drei Schaden. Könnte sein. Ich habe zwar noch keine Wähl aus, aber ich habe lieber was auf dem Feld gegen Jäger. So, falls er doch Flächenschaden macht, Sprengfalle, tödlicher Schuss, was wird's? Was wird's? Bam. Interessant. Gut, dass wir den Zauber hier haben, weil in dem Fall kann ich den Kampfschrei hier aktivieren. Triens. Das machen wir auch. Und übergeben. Übergeben das Ganze. So, also die Möglichkeit. Wow. Wow. Das ist aber echt eine starke Karte, du. Interessant. Also, wir haben echt die Möglichkeit zu 5. Den kriege ich auf Finder. Der hat nur noch zwei Karten. Mit dem verliere ich den. Weißt du was? Genau. Du bist ein Wildtier, ne? Kriege ich was, um den loszukriegen? Oh, Combo. Fügt zwei Fliegen. Oh, zwei Schaden zu. Das wäre doch die perfekte Karte. Und auch ein Stück Mana bleibt übrig. Ne, nicht für jetzt. Jetzt kann man den mal rausspielen. Ah, er kriegt jetzt langsam seine starke Karten. Wir sind 6. Okay. Glück gehabt. Okay, jetzt hat er nur noch zwei Karten. Ansturm. Mal gucken, was für einer ist es. Prime. Oh, das ist natürlich hartnäckig. Aber jetzt kommt es drauf an, ne? Ich meine, danke erstmal, dass ich den gezogen habe. Wenn nett hätte ich hier jetzt. Kommt halt drauf an, was es ist, ne? Also. Den will ich ja wegkriegen, aber ich weiß hier nicht, was mich erwartet. Aber ich entscheide mich. Ja, genau. Du weißt gar nicht, was dich da erwartet. Was hältst du denn davon? Davon halte ich viel.
Was macht er? Der hat schon Springfalle gespielt. Wann haben wir das gespielt? Nicht ja nicht. Also kannst du doch Zauber sein. Aber was hätte ich denn? Zum Verlieren nicht. Den Achter gespielt hat er. Zweimal hinterher. Juhu, sieben. Sieben geschafft, sieben. Sieben haben wir geschafft. Wollen wir noch eins machen? Also ich habe ihn schon ein paar Mal gespielt. Zeig mal her. Das Ganze würde dann so aussehen, nicht? So. 67%. Zweimal gegen Dämonenjäger verloren. Jawohl. Gegen was spielen wir? Druide gegen Druide. In dem Fall. Mal, ich mach kurz mal ab. Kann man das so lassen? Zeig mal her. Nein. Ah ja. Hier. Warum sieht man das nicht hier? Keine Ahnung. Jetzt. Also zweimal verloren. Ich habe jetzt ein bisschen vermasselt beim Testen. Also schlechte Karten hatte ich jetzt nicht gehabt. So. So, also, was haben wir denn hier? Können wir mal gleich von Anfang an loslesen, dann loslegen damit? Oder warte ich lieber mal? Oder? Ich glaube, ich sollte was aufs Feld nehmen. Habe ich einen Zauber? Wir spielen mal den. Also ich habe mich entschieden, weil ich jetzt noch nicht weiß genau, was für ein Druide das ist. Was er spielt. Gut. Dann machen wir später den. Wunderbar. Das mache ich natürlich nicht. So, warten wir es mal ab. Also das ist Nebensache, aber auch natürlich. Dass er früher deaktiviert wird, ist es wichtig für mich, aber wichtiger ist es. Der wird 2-1 damit machen. Die Frage ist halt, den würde ich gern später spielen und nicht jetzt. So. Also ich habe ihn gestärkt. Der wollte nächste Runde wieder angreifen oder hätte vielleicht schon auch mit Zorn eine Karte ziehen können. Somit ist das nicht der Fall. Der Terrant überlebt noch. Der will auf Masse gehen. Gut, dann würde ich mal sagen, könnte es sein, Prankenhieb. 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 Eins. Prankenhieb. Entweder
wünsche ich mir eine Karte von den drei, die hier gezeigt wird. Oder es könnte ja auch sein, ich nehme mir mal trotzdem. Mal gucken, was es gibt. Schicksalshammer ist nicht gut, weil der wird gleich seine Sputz oder seine Masse. Ich weiß halt noch immer nicht, was für einer das ist. Todesfrischen zieht eine Karte. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener zwei Leben. In der nächsten Runde. Ja, doch. Prankenhieb. Jetzt könnte er ja irgendwas mit Sport spielen. Okay. Komm und überlebt noch ein bisschen. Dann kann ich Karten ziehen. Puh. Huhu, huhu, huhu. Ja. 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 Also, ich habe mich entschieden, Karten zu ziehen, solange der Terrant noch Triant noch auf dem Feld ist und habe somit auch noch mal um 1-1 Angriff und Verteidigung meine Diener gestärkt, weil ich könnte ja sein, dass jetzt ein Drache kommt. Drache? Prankenhieb? Drache, Prankenhieb? Was? Ah. Ungewöhnlich. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Gut. Ich könnte ihn spielen, aber da komme ich auch nicht vorbei. Falls jetzt was mit Spott kommt, brauche ich auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich brauche auf jeden Fall Verstärkung. Schauen wir mal, ob ich es noch schaffe. Kommen jetzt hier eine Reihe von Trians. Oder auf Deutsch Bäumlingschen. Bäumlinge. Okay. Und? Okay, gut. Das haben wir gewonnen. Juhu! Wie schön! Juhu! Silber, Silber, Silber 6. Okay. Ja, machen wir noch eine Runde. Momentan ist die Deck Trigger. Momentan haben wir einen Winrate von. Mal gucken. Hat das übernommen? Kann der das nicht einfach einfügen? Und mal zu. Also, momentan. Man erkennt das überhaupt nicht. Irgendwie ist alles auf dem Kopf. Erkennt ihr das auch? Ist das lustig? Der komplette Deck ist auf dem Kopf, da muss ich was machen später. Gut, dann lesen wir halt mal auf dem Kopf. Lustig. Da muss ich aber wirklich was machen. Mache ich aber später. So. Jetzt stimmt's wieder, ne? Also 67% Winrate. Sorry, ich mache auch gleich weiter. Ah, dazu. Zack. Ja, das sieht doch gut aus. Dann holen wir das Ganze mal wieder weg. Deck Trigger. Und legen wir mal mit dem dritten Spiel los.
schauen, wer der Gegner ist jetzt. Oh, Mage. Magier. Magier. Magier, Magier. Okay. Also ich entscheide mich, ungenutztes Potenzial nicht zu spielen. Ich will lieber mal ein Wild aushaben. Schweigen ist nicht mal verkehrt. Zwei Schaden und Schweigen. Interessant. Gut. Ja. Warten wir erstmal ab. Was bist du für ein Mage? Zaubermage? So starke Karte. Okay. In dem Fall können wir das mal lassen. Ich konnte sowieso jetzt nichts runterspielen. Kein Zauber auf der Hand, ehrlich. Ich könnte das nochmal machen. Also ich versuche den jetzt zu aktivieren. 3. Leicht wird das nicht gegen Magier mit diesen Karten. Leicht wird's nicht, da haben wir's doch. Das ist gut. Wie wär's? Wie wär's? Wie wär's? Den behalte ich. Ich muss das Land bewahren. Das war's. Ich kann mir schon gut denken, was es ist. 3 Schaden. Wenn es keine Kopie ist, entweder Zauberbrecher oder der Flächenschaden. Könnte das so sein? Könnte es so sein? Okay. Zauberbrecher. Jetzt. Oh ja, okay. Achtung. Wenn er den dupliziert. Es ist Zauberbrecher, es ist Zauberbrecher. Gucken wir mal Dings. Wir haben hier einiges. Ich möchte. Cool. Das ist gut. Geh mal schlafen, das wäre cool. Mal gucken, ob er es hat. Weil wenn er jetzt die Zauberkarte hat. Okay. Hat er ihn gespielt? Also, es ist kein Zauberbrecher. Gott sei Dank. Das heißt, reichen mir die Bienen? Also, der reicht erstmal für den. Interessant. Den lasse ich. Vielleicht geht er schlafen. Moment, habe ich 2 Treants.
Fünf. Fünf, wir sagen wir mal hier, tschüss. Da hat so gut wie keine Karten mehr, ey. So, also wir haben jetzt dafür gesorgt, dass die Schlafmütze da auf dem Feld ist und kannst du es verwandeln? Zwei Wasserelementare. Okay. So, der Kollege hat das nicht. Den lassen wir. Also wir haben die Möglichkeit, ihn zu spielen, was mir sehr, 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 sehr wichtig ist. So, der kann ruhig bleiben. Vielleicht schläft er ja ein. So, den könnt ihr ja jetzt in ein Schaf verwandeln. So, ich könnte noch einen Terrant rufen. Ich will aber hier den haben. Der kann von mir aus bleiben. Das passt schon. Wie soll ich schlafen? Jawohl. Einen geschafft. Sechs Schaden. Das war sehr gierig von dir. Zwei Karten. Oh ja, würdest du den lieber spielen? Also lieber würde ich jetzt den spielen. Das ist klar. Den lasse ich noch einschlafen. Wenn ich den jetzt spiele, machen wir nicht. Wir spielen den Baby. Wer ist so dreist und entweiht dieses alte Land? Wie wär's mit dem weg? Please. Also Szenarios. Okay, da es 0 kostet, ja, er könnte jetzt einen Flächenschaden gezogen haben. Damit habe ich ja gerechnet. 2 Schaden. Hier, das heißt 5, 5, 5, 5, 20. Plus 4. Also wenn er einer wegmacht. 6. Gott sei Dank. Ich fress den schon mal nett. Hast du noch ein Schieb gezogen, vielleicht? Blizzard hat er jetzt nicht, aber jetzt könnte er ein Flächeneis fast nur auf. Nochmal, er hat seine Wunschkarte nicht bekommen. So, dann habe ich auf dem Feld einmal Explosion, einmal das. Ah, okay, ich verstehe. Interessant. Momentan kann ich es aber echt ausnutzen, gell? Wollen wir mal gucken, was das ist. Auf ihn erst. 3, 4. Wie wäre es denn mit?
5. Fünf, fünf, sieben, 17, 19. Dann komme ich aber nicht mehr dran. So, mit 4 kann ich eine 4 machen. Was hält ich denn davon? Ich muss das Land bewahren. So, mal gucken. Vielleicht. Zehn, das wird. Okay, das probieren wir nochmal aus. Macht nichts. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Muss den jetzt noch mal nehmen. Könnte ich aber diese Combo hier spielen. Mit der. Komm, nehmen wir den noch mal. Den behalte ich für ihn. 6. Okay. Oh, wow, wow, das ändert ein bisschen meine Taktik. Dann wäre mir doch der. Bringt mir das einen Vorteil? Ja, 2 gegen 1. Der wird sowieso verrecken. Also, was hält schon davon? Ja, komm. Das war der mir was. So. Hier ein Zauber, ein zufälliger, der 2 weniger kostet. Wunderbar. Puh, 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 puh. Ich bin der Meinung, dass wir weiter Druck aufbauen. Okay, wenn es schief läuft, okay, aber ich nehme auch nichts, ja. Und einfrieren. Einmal Mana. Jo, danke. So viel zu meinen Karten. Ja, mal. Glück gehört dazu. Somit haben wir auch dieses bestanden. So, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich werde mich dann mal wieder melden, aber vorher gehen wir nur, falls Interesse da ist, wie dieses Deck aufgebaut ist. Ich muss mal gucken, ich glaube, irgendwie kann man da die Codes, falls ich doch das verfilme. So, das ist mein Druide 2. Aufrösteln, kristalline Macht. Lohnende Expedition, ungenutztes Potenzial, Aufwind, Baumbearbeiterin,
Hüter, Staladris. Macht der Wildnis. Zypris der Große, Zorn. Akbinen, Mann der Natur. Gnombotanikerin. Hüter des Hains, Seele des Waldes. Aeroponik. Aeroponik, Drüden, Drüde der Klaue, Naturgewalt, Oasenburger, Sternregen, Pfleger, ups, den hol ich aber wieder rein. 6. Zack, rein. Verborgene Oase, geflügelter Wächter, Guru, der Baumstarke, Urtum der Lehren, Urtum des Krieges, Hilfe des Waldes, Cenarius, Drachenkönigin Alexstrasza und Isera, die Entfesselte. Ja, so viel war's. So viel war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer White Raven.